Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es heute um einen smarten Lightstrip mit 10 Meter Länge, der für euer Apple HomeKit System, für den Amazon Echo und für den Google Home tatsächlich flexibel einsetzbar ist. Es geht um den 10 Meter Lightstrip auf 2x5 Meter Strips eingeteilt von Merrows. Wie immer ist dieses Angebot selbstverständlich zeitlich begrenzt. Das heißt, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, seid ihr definitiv schnell. Link zum Deal habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Natürlich werden wir uns gleich auch nochmal anschauen, was der Lightstrip alles kann, für wen er sich eignet und für wen er sich nicht eignet. Und natürlich auch nochmal die Bitte an euch, wenn ihr Fragen zum Lightstrip habt, gerne alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram in die Gruppe reinstellen. Und ich versuche selbstverständlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Der 10 Meter Lightstrip von Merrows war damals tatsächlich eine Revolution, als er rausgebracht wurde. So wie viele anderen Merrows Produkte hat dieser endlich auch Lightstrip technisch eine HomeKit-Integration bekommen, was hier richtig gut funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Typisch Merrows ist der Lightstrip extrem gut verarbeitet, also großer Pluspunkt an dieser Stelle, und lässt sich dann auch sehr einfach bei Merrows einstellen. Was mir an der Stelle nicht so gut gefällt, ich habe immer gerne, wenn die Lightstrips der günstigeren Hersteller, sag ich mal, mit Dual-Plattformen arbeiten. Das heißt, es wäre sehr schön, wenn Merrows auf Dauer auch hier noch die Smart-Life-Plattform beispielsweise freischalten würde. Würde mir persönlich noch ein Ticken besser gefallen, aber letztendlich, wenn ihr das Ding nachher über Sprache steuert oder über eine Entkopplung beispielsweise mit HomeKit steuern wollt, dann sei das auch komplett egal. Was natürlich dann sehr gut funktioniert, ist das Einrichten in die eigene Plattform. Wie gesagt, da hat Merrows eine eigene App zur Verfügung gestellt oder direkt ins Apple HomeKit System. Auch hier könnt ihr das mit wenigen Klicks einmal einstellen. Technisches Vorwissen benötigt ihr nicht. Das ist ein ganz großer Pluspunkt hier an dieser Stelle. Ihr könnt den Lightstrip auch als kompletter Smart Home Neuanfänger einmal hier einfach euch holen und habt ihn innerhalb von wenigen Minuten selbstverständlich ohne große Probleme, wie wir das von diesen Systemen kennen, im Regelfall eingerichtet. Ebenfalls gut klappt dann natürlich die Steuerung in der App. Hier hat auch Merrows mittlerweile einen wunderschönen Farbkreis, über den wir dann den Lightstrip auch einstellen können. Genauso natürlich auch im HomeKit-System. Wir können dann auch die Kopplung herstellen, wenn ihr das Ding mit dem Amazon Echo oder dem Google Home steuern wollt, über den Merrows Skill. Auch hier dann einfach in die Smart Home-Geräte einlesen und schon funktioniert das Ganze. Was ich so ein bisschen schade finde, natürlich werden jetzt die ein oder anderen sagen, 10 Meter reicht doch an Striplänge. Ja, aber dadurch, dass das hier an 2x5 Meter Länge unterteilt ist, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man tatsächlich die 5 Meter noch weiter erweitern kann. Gerade wenn man Lichtbänder braucht für abgehängte Decken etc., ist das immer unfassbar schwierig, Lightstrips zu bekommen, die man über 10 Meter verlängern kann. Das klappt noch nicht mal bei Philips Hue reibungslos. Natürlich gibt es Experimente und manchmal funktioniert es auch, aber das hätte ich mir hier gewünscht, dass man vielleicht die 2x5 Meter noch mit jeweils 5 Metern verlängern könnte, dann hätte man hier natürlich ein perfektes System auch für solche Zwecke, wobei natürlich 10 Meter auf 2x5 unterteilt schon jede Menge Holz sind, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, aber erweiterbar ist nie verkehrt, natürlich für den einen oder anderen, um das Ganze nochmal zu individualisieren. Insgesamt aber trotzdem, was die Farbwiedergabe anbetrifft etc., ein super Lightstrip, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schön, gefällt mir persönlich sehr gut, und man kann es tatsächlich auch so ausdrücken, dass sich dieser Lightstrip für jeden eignet, der gerade sein Smart Lightning System erweitern möchte oder einfach nur einen Lightstrip sucht mit guter Farbwiedergabe, Programmierbarkeit etc. Dafür ist dieser hier auch optimal geeignet. Von daher nutzt diesen Deal aus. Anstelle von 47 kostet er heute nur 40 Euro. Link zum Deal habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Bei Fragen, wie gesagt, gerne alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben. Und selbstverständlich, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.